Das Logitech G29 und G923. Lohnen sich diese Lenkräder noch in 2024? Denn das G29 ist bereits 2015 erschienen. 2015. Der Nachfolger G923, der ist von 2020. Die Wheels sind also wirklich in die Jahre gekommen. Und trotzdem sind diese Logitech-Lenkräder weiterhin beliebt, trotz ihrer alten Technik und der Lautstärke. Also, warum sollte man sich das 2024 noch kaufen? Da gibt's mehrere Gründe. Als erstes, der Preis. Der ist fast konkurrenzlos. Das Logitech G29, das gibt es oft unter 300 Euro, manchmal sogar um die 200 Euro. Das neuere G923 dagegen rangiert eher um die 300 Euro. Und für den Preis gibt's eine echt gute Ausstattung. Vor allen Dingen, das Lenkrad macht echt was her. Das ist mit handgenähtem Leder überzogen und das ist echt überraschend für diese Preisklasse. Das Lenkrad ist mit 28 cm Durchmesser eher klein geraten, aber gut griffig. Daneben ist der maximale Lenkeinschlag des G29 und G923 nur bei 900 Grad, wobei das für die meisten Spiele ausreichend ist. Die Schaltwippen haben einen klaren Schaltpunkt und die Tasten sind übersichtlich aufgereiht. Außerdem gibt es eine kleine Drehzahlanzeige. Auch schön ist der Drehregler, der während der Fahrt zum Tuning benutzt werden kann. So einen Drehregler gibt es eigentlich sonst nur bei teureren Lenkrädern. Allerdings ist der Drehregler ein wenig zu leichtgängig und der könnte durchaus knackiger sein. Mit dem Drehregler justiert ihr zum Beispiel das Schnelltuning in Gran Turismo. Aber man hört ein Schleifgeräusch ganz deutlich, wenn man das Lenkrad dreht. Und das, obwohl es noch nicht einmal angeschlossen ist. Das liegt an der veralteten Zahnradtechnik. Im Inneren des Lenkrads sind zwei Elektromotoren verbaut, die über Zahnräder mit dem Lenker verbunden sind. Und Zahnräder, die machen einfach Geräusche. Was ist das für eine Geste? Das wird beim Fahren auch nicht besser, sondern schlimmer. Dazu kommen wir gleich. Das G29 und G923 unterscheiden sich äußerlich fast nicht. Nur bei der Farbgebung und beim Logo. Wir haben einerseits beim G29 das PlayStation-Logo und wir haben das G-Logo von Logitech beim neueren G923. Weiter zu den Pedalen. Da hat Logitech gut abgeliefert. Denn die Pedalplatte, die ist recht massiv und die liegt auch gut auf dem Boden. Vor allen Dingen auf Teppichböden. Denn an der Unterseite gibt es eine ausklappbare Teppichkralle, was echt gut ist, damit die Pedale nicht verrutschen. Zudem gibt es Gasbremse-Kupplung. Die Kupplung bringt allerdings erst etwas, wenn ihr eine externe Gangschaltung anschließt. Die gibt's auch von Logitech und kostet 65 Euro. Oft genug gibt's sie auch günstiger. Das Bremspedal hat etwas mehr Widerstand als Gas und Kupplung. Je weiter ihr die Bremse eindrückt, desto mehr Widerstand gibt es. Damit kriegt ihr etwas mehr Gefühl beim Anbremsen, wobei die Bremse auf Federkraft und nicht auf Druck basiert. Eine Lowzelle ist hier logischerweise nicht verbaut. Und für die Preisklasse sind die Pedale absolut in Ordnung. Die Pedale sind auch identisch beim G29 und beim G923. Die Montage des G29 und G923 ist kinderleicht, denn an der Unterseite, da schließt ihr alles an. Hier sind nicht nur die Anschlüsse, sondern auch eine Kabelaufwicklung und kleine Kabelkanäle, damit ihr das sauber herausführen könnt. Hier könnt ihr dann auch das USB-Kabel herausführen zur Konsole. Das ist allerdings fest verbunden. Das USB-Kabel ist leider fix mit der Basis verbunden und es ist mit 2 Meter Länge nicht besonders lang. Hier schließt ihr auch das Kabel von euren Pedalen an und hier schließt ihr auch euer Netzteil dran an. Jetzt solltet ihr darauf achten, dass die Kabel alle flach herausgeführt werden, denn sonst quetscht ihr sie, wenn ihr die Basis an den Tisch dran schraubt. Zur Montage am Tisch gibt es hier 2 integrierte Halterungen, mit denen ihr das Lenkrad einfach am Tisch befestigen könnt. Dazu dreht ihr einfach hier oben die Schraubenköpfe fest und dann ist das Lenkrad auch fest. Die maximale Tischdicke darf hier 5 cm betragen. Das ist auch eine echt gute Lösung mit diesen integrierten Halterungen. Und das gefällt mir auch besser als andere Tischbefestigungen von anderen Herstellern, wo ihr die irgendwie extern noch dran montieren müsst und die dann nach unten vor allen Dingen herausstehen. Ich habe jetzt hier das G29 an meinem brandneuen Flexispot-Tisch montiert. Und das bringt uns zum Sponsor dieses Videos. Flexispot bietet eine schöne Auswahl an ergonomischen Tischen, an denen man den gesamten Tag auch arbeiten kann. Genau das, was ich brauche. Denn an diesem Schreibtisch wird getextet, Videos aufgenommen, geschnitten, aber auch gespielt und Livestreams übertragen.
Hier habe ich das schlanke E7 Pro Modell, das ich jetzt seit einigen Wochen im Einsatz habe. Das besitzt zwei starke Motoren für die passende Tischhöhe, denn so ein Tisch sollte sich an euch anpassen und nicht umgekehrt. Hier habe ich mein Setup schön eingerichtet und sauber aufgeräumt. Da hilft auch der integrierte Kabelkanal an der Unterseite des Tischs. Und es ist so angenehm, abwechselnd im Stehen und im Sitzen zu arbeiten. Nie wieder würde ich anders arbeiten wollen, denn so bleibt der Körper einfach in Bewegung. FlexiSpot hat auch eine schöne Auswahl an Tischplatten mit nicer Holzoptik. Und damit ich im Sitzen meinen Rücken nicht kaputt mache, braucht es einen vernünftigen Bürostuhl. Und da gibt es von FlexiSpot ja auch etwas. Zum Beispiel den ergonomischen Bürostuhl BS12 Pro. Der ist bequem und passt sich euch flexibel an. Geniales Detail sind hier die Buttons an der Seite, mit denen der Sitz, die Lehne und die Höhe eingestellt wird. Auf flexispot.de findet ihr alle Infos. Euer Rücken dankt es euch. Jetzt aber zurück zum Video. Ab ins Cockpit mit Gran Turismo 7. Das Logitech wird ganz normal als Force-Feedback-Lenkrad erkannt. Die Kräfte liegen an am Lenkrad. Allerdings sind sie nicht besonders stark, eher sehr, sehr schwach ausgeprägt. Die Effekte kommen zwar alle korrekt an, aber vor allen Dingen der Gegendruck, ja, da merkt man nicht so richtig, ob der Wagen gleich aus der Spur schleudert oder nicht. Ich merke allerdings schon, wenn die Vorderräder rutschen. Das merke ich, so wie bei jedem guten Force-Feedback. Jetzt könnte ich natürlich in den Controller-Einstellungen das Force-Feedback höher stellen. Allerdings kommt es dann ganz schnell zum Clipping. Das heißt, das Lenkrad ist überfordert und das Lenkrad versucht, über seinen Grenzbereich zu gehen. Und das bringt dann dummerweise auch nicht viel, wenn ich jetzt das Force-Feedback auf 10 stelle. Denn dann merke ich eigentlich zwar mehr Druck, aber in den Kurven dann habe ich weniger Gefühl fürs Auto. Zudem ist es so, dass man mit Rennwagen in Gran Turismo mehr spürt als mit Straßenwagen. Das ist allerdings auch normal, weil Straßenwagen normalerweise gedämpfter sich fahren lassen, entsprechend weil das Fahrwerk nicht so hart abgestimmt ist. Weiter geht es im Simrig mit dem fast baugleichen G923 weiter. Denn das Lenkrad und die Pedale könnt ihr nicht nur am Tisch, sondern auch im Simrig verwenden. Das Lenkrad habe ich hier mit zwei M6-Schrauben an der Lenkradplatte montiert und das hält auch gut. Ganz ähnlich ist es mit den Pedalen. Die sind mit drei M6-Schrauben hier an diesem Oplite Simrig befestigt. Bei Assetto Corsa Competizione auf PC genauso wie auf der PS5, da kommen die Effekte sehr fein und auch sehr detailreich herüber. Das liegt auch daran, dass das G923 ein neues Feature mit an Bord hat, TrueForce. Logitech bezeichnet dieses Feature als HD Force Feedback. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um einen zusätzlichen Effekt, der am Lenkrad anliegt und der zum normalen Force Feedback dazukommt. Beim Einlenken habt ihr einen gewissen Gegendruck am Lenkrad. Das ist das normale Force Feedback. Aber mit True Force spürt ihr jetzt auch noch einen zusätzlichen Vibrationseffekt. Und selbst beim Geradeausfahren mit dem Lenkrad spürt ihr dann Vibrationen am Lenkrad. Ähnlich wie bei einem echten Auto, das ja auch Vibrationen vom Motor, vom Fahrwerk und vom gesamten Auto aufs Lenkrad überträgt. Allerdings wird TrueForce nur von einigen Spielen unterstützt. Unter anderem von Grid, von Assetto Corsa Competizione, von iRacing am PC, von Gran Turismo Sport, Gran Turismo 7, Project Cars 3, F1 23, F1 24, SnowRunner, WRC, Monster Truck Championship und auch Dirt Rally 2.0. Eine vollständige Liste gibt's beim Hersteller. Bei Assetto Corsa Competizione ist TrueForce als feine Vibration spürbar. Das gibt ein gutes Gefühl für die Fahrbahn unter euch. Aber es fehlt einfach der richtige Gegendruck am Lenkrad. Das G923 genauso wie das G29, das liefert einfach zu wenig Drehmoment am Lenkrad. Deshalb kann es schnell sein, dass euch der Wagen mal ausbricht, wenn ihr nicht aufpasst. Und das ist ja der Vorteil von teureren Lenkrädern, die mehr Drehmoment haben. Ihr spürt einfach mehr, was der Wagen macht, was er machen will und was er nicht mehr kann. Vor allen Dingen bei der Gewichtsverlagerung des Wagens und im Grenzbereich. Das ist auch bei den F1-Spielen so. Hier in F1 24. Da spürt ihr richtig gut die Curbs und auch leichte Unebenheiten auf der Fahrbahn. Aber ihr merkt eben nicht, wenn der Wagen ausbrechen will. Oder ihr merkt es ganz, ganz schlecht und oft dann vielleicht zu spät. Schwierig wird es beispielsweise auch, wenn ihr ohne ABS fahrt. Denn wie erwähnt, die Pedale haben wenig Gegendruck und deshalb ist es schwierig, den richtigen Bremsdruck hier zu finden. Das Logitech-Lenkrad hat also zu wenig Druck und ein weiteres entscheidendes Problem. Das Lenkrad ist im Betrieb deutlich, deutlich hörbar.
Beim G923 wird das Problem noch verstärkt durch das TrueForce-System. In der Praxis scheppert und klappert das Lenkrad noch mehr als das G29. Wenn ihr aber mit Kopfhörern fahrt, dann ist das vielleicht kein Problem für euch. Jetzt aber zum Positiven. Ein Riesenvorteil von den Logitech-Lenkrädern ist, dass sie mit vielen Plattformen kompatibel sind. Das G923, das gibt es als PlayStation-Version für PS4 und PS5. Gleichzeitig hat Logitech das G923 auch als Xbox-Version im Programm, entsprechend für die Xbox One, Xbox Series X und S. Passt also auf, welche Version ihr euch zulegt. Das ältere G29 dagegen ist kompatibel mit PS5, PS4 und sogar mit der PS3. Dazu gibt es an der Oberseite einen Umschalter. Der nahezu identische Bruder, das G920, ist dagegen Xbox-kompatibel. Also für Xbox One, Series X und S gedacht. Alle Logitech-Lenkräder funktionieren übrigens auch am PC, egal welche Version. Gleichzeitig sind die Logitech-Lenkräder quasi mit jedem Rennspiel kompatibel. Wenn ein Spiel Lenkräder unterstützt, dann ist das G29 und das G923 eigentlich immer mit dabei. Das Logitech ist kompatibel mit angesagten Rennsimulationen und Spielen wie Assetto Corsa, Gran Turismo, F1, WRC, Need for Speed und The Crew. Aber nicht nur beim Racing könnt ihr diese Lenkräder verwenden, sondern auch bei Arbeitssimulatoren. Also beim Landwirtschaftssimulator, Bussimulator, The Bus, SnowRunner und natürlich auch beim Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator. Das G29 und das G923, die sind immer noch eine gute Wahl für Einsteiger, die kein Vermögen ausgeben wollen und lieber ein wenig sparen wollen. Für etwa 300 Euro und auch darunter gibt es eine recht gute Ausstattung. Das ist vor allen Dingen gut, wenn ihr erstmal austesten wollt, ob ihr wirklich mit Lenkrad fahren wollt oder nicht. Klar sind die nicht so hochwertig verarbeitet wie teurere Lenkräder. Auch stört, dass hier viel Plastik verarbeitet wurde. Aber wenn man das pfleglich behandelt, dann hält das auch einige Jahre durch. Klar gibt es ein paar Dinge, die nerven. Erstens natürlich die Lautstärke. Das G29 klackert und klappert bei heftigen Effekten, dass ich mir denke, das Ding ist kaputt. Das G923 ist da noch schlimmer, denn der TrueForce-Effekt, der sorgt für noch mehr Klackern. Das zweite, was mich nervt, ist die mangelnde Stärke. Die Drehmomentstärke der Lenkräder ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Logitech schweigt sich aus, welche Drehmomentstärke die Lenkräder wirklich erzeugen. Inoffizielle Angaben schwanken hier zwischen 2,1 und 2,5 Newtonmeter. Das ist schon die unterste Grenze beim Force Feedback und eigentlich heutzutage nicht mehr wirklich zeitgemäß, weil ihr einfach viel zu wenig Gegendruck am Lenker habt. Und das erschwert das Fahren einfach unnötig. Das reicht für gelegentliches Racing oder für gemütliche Simulationen aus, aber eben nicht für ambitionierte Piloten. Was mich außerdem stört, aber vielleicht nicht so entscheidend ist, das Lenkrad ist nicht austauschbar. Es ist fix mit der Basis verbunden. Außerdem habt ihr nur einen maximalen Lenkeinschlag von 900 Grad. Das ist vielleicht nicht entscheidend, aber da hat die Konkurrenz mehr zu bieten. Also, was gibt es für Alternativen? Bei Thrustmaster gibt es das inzwischen veraltete T300 RS Lenkrad. Das bringt ein 30 cm Lenkrad mit und es hat fast doppelt so viel Force Feedback. Außerdem gibt es im Einsteigersegment noch das Thrustmaster T248. Das ist der direkte Konkurrent zu diesen beiden hier. Und dessen Force Feedback Effekte finde ich auch besser als die von den Logitechs. Dann könnt ihr natürlich auch mehr Geld ausgeben. Nach oben hin gibt es ja fast keine Grenzen. Das bringt euch im PlayStation-Bereich ganz schnell zu Fanatec, wo es mit dem DD Pro etwa ab 700 Euro preislich losgeht. Also doppelt so teuer wie mit dem Logitech G923. Das hat allerdings dann auch eine erheblich bessere Ausstattung und auch erheblich mehr Leistung. Mehr Infos dazu findet ihr hier in diesen Videos. In diesem Sinne, meine lieben Leute, gute Fahrt!